In unserer JU ist es egal, wo du herkommst. Ob Ost oder West, ob Nord oder Süd, ob CDU oder CSU. Weil es nicht darum geht, wo du geboren worden bist oder wo du aufgewachsen bist. In unserer Jungen Union ist es egal, ob du aus der Großstadt kommst oder vom Dorf. Weil wir Stadt und Land gemeinsam gestalten, weil Stadt und Land Hand in Hand gehen. Und weil wir nicht gegeneinander, sondern miteinander Politik machen. Und in unserer Jungen Union ist es egal, ob du Schüler, Azubi, Student oder Doktorand bist. Weil bei uns die Menschwerdung nicht mit dem Abitur beginnt, sondern wir die berufliche Ausbildung genau gleich wertschätzen. Das ist unsere Junge Union. Wir sind eine Junge Union, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind die modernste, die digitalste, die zukunftsfortschrittlichste Jugendorganisation der Welt. Wir sind die Zukunftsmacher. Wir haben einen klaren Kompass. Das ist meine Junge Union. Wir sind bei den jungen Menschen vor Ort. Wir sitzen nicht nur in Berlin-Mitte und philosophieren beim veganen Chai-Latte über irgendwelche Utopien. Wir sind überall vor Ort bei den Menschen in diesem Land. Weil wir eben diese Umbrüche sehen und weil wir sehen, dass es Brückenbauer braucht, ist die Junge Union gefragt. Es ist eine globale Krise. Dort, wo der Abstand gut gehalten wird, da muss es nicht notwendig sein. Aber dort, wo der Abstand schwieriger zu halten ist, da braucht es natürlich solche Auflagen. Da haben wir ein Special vorbereitet. Ja. Tillmann, wie ist die Lage? Unser erstes digitales Feierabendbier ist ja auf jeden Fall schon mal ein Highlight. Wir sind die digitalste und innovativste Jugendorganisation in Europa. Unser moderner oder auch Sneaker-Konservatismus hat einen klaren Kompass, er hat eine klare Haltung und er hat eine klare Meinung. Damit wollen wir in der Union echte Debatten führen. Wir wollen in diesen Wahlkampf gehen mit einem klaren inhaltlichen Angebot, mit neuen digitalen Formaten und mit einer eigenen Motivationskampagne. Wir wollen nach 16 erfolgreichen Jahren Angela Merkel den Generationswechsel. Den Generationswechsel in den Köpfen und den Generationswechsel in den Parlamenten. Ich will diese Tour schon ganz bald fortsetzen. Ich will, dass wir gemeinsam coole Aktionen starten, dass wir starke Diskussionen führen. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen. Wir sind ein Team, wir halten zusammen und schalten heute den Zukunftsmodus an.